Es ist der Tag des Niederösterreichers Thomas Sikora. Der 27-Jährige aus Göstling, locker, gelöst und voller Optimismus auf seiner Lieblingsstrecke endlich gewinnen zu können, fährt den Slalom seines Lebens. Bestzeit im ersten Durchgang, 0,04 Sekunden vor Tomba. Und dann ein fantastischer zweiter Lauf, wieder schneller als Tomba. Und in seinem 44. Weltcup-Slalom sein erster Sieg. Der 5. Österreicher, der in Kitzbühel einen Weltcup-Slalom gewinnt und der 65. Slalom-Weltcup-Sieger der Weltcup-Geschichte überhaupt. Thomas Sikora. Und ich genieße es jetzt einfach, es war Wahnsinn. Die Leute sind mitgegangen, sie haben mich von oben bis unten angefeuert, das ist unglaublich. Wir sind aus der Heimatgemeinde angereist. Ja, ich glaube, es werden so 70, 80 werden es schon sein. Was war das Besondere am heutigen Tag? An Tomba schlägt man ja nicht jeden Tag. Mir ist es egal, wer hinter mir ist. Ich habe nur gehofft, dass ich einmal ein Rennen gewinne. Und dass es in Kitzbühel ist, ist unglaublich. Die Form ist gerade gekommen im Jänner, im Dezember war sie nur so schlecht. Und es ist einfach unglaublich.